Jetzt habe ich gelesen heute in der Zeitung, das hat mich persönlich ein bisschen erstaunt, und zwar, Ossis gehen häufiger fremd. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Was heißt denn Buh? Die können doch machen, was sie wollen, ja? Ossis gehen häufiger fremd. Das ist offensichtlich so, dass im Osten, dass man auch schon mal nach einem Glas Rotkäppchen-Sekt die Butze runterlässt, ja? Gut, aber uns ist es egal, ja? Solange sie sich nicht vermehren, kein Problem. Ostdeutsche gehen öfter fremd. Gibt's das? Haben wir da eine Schlagzeile? Nein. Ja, das heißt, für Ostdeutsche ist es ja auch nicht so weit zum polnischen Straßenstrich, ja? Deswegen ist es ja logisch, dass sie öfter. Es war so bei den Ostdeutschen, früher ist das ja nie aufgeflogen, ja? Denn früher gab es ja nichts, woran man das erkennen konnte, ja? Zum Beispiel also Parfüm oder so, dass man das gerochen hat, oder Lippenstift am Kragen, gab es ja alles nicht. Kragen gab es alles nicht, ja? War alles einfacher. Und dann ist was Erschreckendes, was mir aufgefallen ist, ist Tennis, ja? Interessiert überhaupt keinen mehr. Tennis interessiert keinen Menschen mehr, ja? Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Viele junge Leute wissen gar nicht mehr, dass Boris Becker früher mal Tennis gespielt hat. Ja. Ja, wir haben ein paar Jugendliche gefragt, die haben gesagt, ich dachte, der macht nur Weiber klar. Ja? Boris Becker hat früher mal Tennis gespielt, kein Scherz. Boris Becker hat früher mal Tennis gespielt. Ja. Aber Tennis kein Stellenwert mehr. Es ist wirklich so, ne? Früher, was haben wir denn? Ich bin noch nachts aufgestanden, um Wimbledon zu gucken, ja? Ja, ich habe damals im Südpazifik gelebt.